Woran denken Sie, wenn Sie Lassing hören? Oder Galtür? Woran denken Sie, wenn Sie Amstetten hören? Bei vielen kommen sofort die Erinnerungen an das Grubenunglück, die Lawine oder an den Fall Fritzl hoch. Die Ereignisse haben ganze Ortschaften traumatisiert und in den Blick der Weltöffentlichkeit gebracht. Jahre sind jetzt seit diesen Katastrophen vergangen. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man so schön. Aber ist das wirklich so? Siebzehn Jahre ist es her, das Grubenunglück, das die kleine steirische Gemeinde Lassing auf tragische Weise weltbekannt gemacht hat. Wir treffen Peter Pölzl an der Gedenkstätte. Sein Bruder Hermann ist damals ums Leben gekommen. Wenn ich gleich aufgehe mit einem Kürzel oder was, bin ich vielleicht zwei, drei Minuten. Aber wenn ich länger da bin, dann kommt wieder alles hoch. Und das tut schon verdammt weh. Diese Woche wird gefährlich, soll der 24-jährige Bergmann Georg Heinzel damals gesagt haben. Es gibt Schwachstellen in den Stollen. Es ist der 17. Juli 1998, als sich am Vormittag ein Schlammeinbruch ereignet. Georg Heinzel wird in der Jausenkammer in 70 Metern Tiefe eingeschlossen. Die Suche beginnt. Es ist hochriskant, dennoch fahren 9 Bergleute und ein Geologe in die Tiefe. Um 22 Uhr reißt ein neuerlicher Schlammeinbruch einen riesigen Krater in die Landschaft. Der Suchtrupp wird in 130 Metern Tiefe verschüttet. Peter Pölzl sorgt sich wochenlang um seinen Bruder Hermann. Er hinterließ eine Frau und 5 Kinder. Die sind damals kaputt, 10 Jahre gewesen. Das war schwieriger, aber der Markus, der war gerade 13 damals, der ist für den was ganz schwierig. Da ist mein Radl hergefahren und gewartet, bis der Papa kommt. Später heißt es, die 10 Bergmänner wären nicht vorrangig zur Rettung Heinzels in die Stollen geschickt worden, sondern um das einstürzende Bergwerk abzusichern. Entgegen aller Expertenvoraussagen wird nach 9,5 Tagen Georg Heinzel lebend und nahezu unverletzt geborgen. Man spricht vom Wunder von Lassing. Ich kann nicht viel sagen, weil er ist eigentlich nicht viel in der Öffentlichkeit. Ich habe wirklich ein Verständnis dafür. Er hat einen sehr geschlossenen Kreis, so wie ich das beobachte, mit seinen Arbeitskollegen und mit seiner Familie, inklusive seiner Eltern und Schwiegereltern. Weil wenn der in die Öffentlichkeit geht, dann musst du dir das vorstellen, jeder sagt, mein Gott, da kannst du dich erinnern, wie geht's da? Der wird immer in die Vergangenheit zurückgerissen. Jedes Jahr gibt es in Lassing eine Gedenkfeier für die Opfer des Grubenunglücks. Doch danach gibt es kein weiteres Beisammensein der Hinterbliebenen, erzählt man uns. Manche haben die Gedenkstätte noch nie besucht. So schnell ist das nicht los. Und wenn die anderen Kinder da kleiner waren, mitnehmen, dann sind sie alle. Er lebt doch. Nein, man kann es ja nicht aus der Seele ausradieren. Ja? Die Zeit hat uns da Umwucherung gegeben. Aber das, was in der Seele existent ist, bleibt ja existent. Und es sind ihm viele, viele offene Fragen überblieben. Was jetzt oft bei so Gruppentraumatisierungen ist, dass, ja, das haben so viele gemeinsam erlebt, die reden dann ganz wenig miteinander darüber, weil jeder denkt, naja, der hat eh das gleiche Problem wie ich, was soll ich mich bei dem ausheulen? Ja, der hat ja das Gleiche und dadurch entsteht ein großes Schweigen. Und deswegen ist es einfach gut, wenn einem ein Buch in die Hände fällt, wenn man eine Sendung im Fernsehen sieht, einen Artikel in der Zeitung liest, wo das einmal beschrieben steht, wie man sich fühlt und dann einfach merkt, so hoppla, so geht es mir schon mein halbes Leben und okay, das ist nicht normal. Und dann kann man ja zur Tat schreiten, wenn man möchte. Oder sich erstmal mit Leuten unterhalten, mit Bekannten, mit anderen, die nicht beteiligt waren an dieser Traumatisierung.
Amstetten, ein Ortsname, der widerwillen um die Welt gegangen ist. Die Ablehnung der Menschen in den Gassen rund um das Haus der Familie Fritzl ist spürbar, wenn man mit einer Fernsehkamera unterwegs ist. Hier möchte uns niemand ein Interview geben, doch abseits ist das Redebedürfnis durchaus vorhanden. Passanten berichten uns, dass sie bis heute von Menschen aus aller Welt nach der Adresse des Hauses gefragt werden. Gehe es schon wieder um das Haus, fragt man uns während der Dreharbeiten, und man wolle das Geschehene doch endlich hinter sich lassen. Im Keller dieses Hauses hält Josef Fritzl seine Tochter 24 Jahre lang gefangen. Reporter aus dem In- und Ausland berichten über das Martyrium der Frau, die in all den Jahren unzählige Male misshandelt und vergewaltigt wurde. Sie brachte 7 Kinder zur Welt. Eines davon starb und wurde von Josef Fritzl im Ofen verbrannt. Während die Familie erfolgreich vor den Medien beschützt wird, geben die Behörden Fotos des Kellers frei. Hier sind 3 Kinder aufgewachsen, ohne jemals Tageslicht gesehen zu haben. Die anderen 3 hat Fritzl nach oben geholt. Der Fall Fritzl fliegt auf, als das älteste im Keller aufgewachsene Kind schwer erkrankt. Das Mädchen ist damals 19. Als sie ins Koma fällt, gelingt es ihrer Mutter, Josef Fritzl, dazu zu bewegen, die Bewusstlose aus dem Keller zu tragen. Im Landesklinikum Amstetten stehen die Ärzte vor einem Rätsel. Wer ist die Frau? Woher stammt die 19-Jährige? Was ist ihre Krankengeschichte? Was ein Mensch, der gerade was Dramatisches erlebt hat, am meisten braucht, ist jemand, der ihm sagt, du bist jetzt in Sicherheit, es kann dir nichts mehr passieren. Das ist die erste und wichtigste Intervention. Also die Sicherheit schaffen natürlich und dann die Sicherheit vermitteln. Es bedeutet aber nicht, dass nachher nichts mehr getan werden kann, im Gegenteil. Ja. Es gibt die sofortige Reaktion aufs Trauma, die schaut individuell unterschiedlich aus. Und dann muss man schauen, welche Spätfolgen gibt es. Im Landesklinikum Mauer wird die Familie monatelang psychologisch betreut. Sie erholt sich gut und bekommt eine neue Identität. Sie zieht aus Amstetten weg. Bis heute bleibt sie von der Presse abgeschirmt. Josef Fritzl hatte mehrere Liegenschaften in Niederösterreich über Kredite erworben. Diese sind mittlerweile vom Masseverwalter verkauft. Das Haus der Familie in der Ipsstraße in Amstetten steht bis heute leer. Der primäre Wunsch der Familie, und das wurde auch mit der Familie akkordiert, war es, den Keller unschädlich zu machen. Die Verfüllung hat so stattgefunden, dass es eine missbräuchliche Verwendung nicht mehr geben kann. Natürlich bleibt das Faktum, dass die Familie oben in diesen Räumlichkeiten gewohnt hat. Das Wichtigste ist aber, dass der Keller unschädlich gemacht wurde. Ob das Haus jetzt abgerissen wird oder nicht, das ist der Familie, so meine Information, momentan ziemlich gleichgültig. In Galtür sprechen die Menschen zu Beginn des Winters darüber, wie der Schnee wohl dieses Jahr sein wird. Dann kommt die Erinnerung an die Lawine vor 16 Jahren zurück. Gottlieb Lorenz ist Hüttenwirt im Jammtal und war damals auf der Hütte eingeschneit. Erst am nächsten Tag konnte er mit dem Militärhubschrauber in den Ort fliegen. Es ist ein großer Zeitabstand, aber man sieht auch, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, aber man denkt trotzdem noch jeden Tag immer noch dran. Zumindest ich denke jeden Tag noch dran. Mir hat man gesagt, dass meine Mama und meine Frau tot sind. Und ich bin halt dann sofort auf den Lawinenkeil gegangen und auch in mein Haus daher. Und habe halt geschaut. Und mein erster Gedanke war dann eigentlich, ja, schauen brauchst du jetzt nicht, du musst eigentlich, es werden auch so viele Leute gesucht oder Gäste, du musst jetzt einfach mithelfen. Das war mein erster Gedanke. Damals fallen in Galtür in 9 Tagen 7 Meter Schnee. Die Lawinengefahr ist groß, aber dass im Ortsteil Winkel, der als lawinensicher gilt, etwas passieren könnte, damit rechnet niemand. Am 23. Februar 1999 verschüttet eine Lawine mit einer Breite von 400 Metern mehr als 50 Menschen. 31 davon sterben, Einheimische und Touristen. Alle im Ort helfen. Bei der Suche nach den Überlebenden, den Bergearbeiten und beim Wiederaufbau. Es gibt keine Schuldzuweisungen, nur ein Zusammenrücken. Das war für uns ein ganz großes Zeichen der Solidarität. In der Karwoche zu Ostern
haben wir sehr, sehr viele Gäste aus Österreich und aus Tirol gehabt. Und die haben alle gesagt, wir sind gekommen, um euch zu helfen. Und die größte Hilfe für uns war das Sprechen. Das Sprechen über dieses Ereignis, das Sprechen über den Verlust von Mitmenschen. Und das hat uns gut getan. Und dadurch, so denke ich zumindest, haben wir auch diese Traumatisierung etwas ablegen können. Nach einigen schwierigen Jahren hat sich der Tourismus in Galtür mittlerweile erholt. Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten kleinen Freundeskreis. Und wenn ich mit jemandem reden habe wollen, ich habe zu jedem kommen können in diesem Freundeskreis. Und dann haben wir halt geredet. Und das war für mich schon sehr wichtig, weißt, weil du musst dich öffnen, du darfst dich nicht verschließen. Und wenn du jemanden zum Reden hast, und dann geht es dir gleich besser, nicht? Gottlieb Lorenz hat wieder geheiratet. Mit seiner Frau Sabine hat er eine 13-jährige Tochter. Da gibt es einen Spruch, die Zeit heilt die Wunden oder so. Das stimmt schon, oder? Aber ich sage einfach, eine Narbe bleibt das ganze Leben übrig. Nach einer gelungenen Traumaverarbeitung weiß man noch, was einem passiert ist, aber der Effekt ist nicht mehr da, den das bisher gehabt hat, wenn man daran gedacht hat oder daran erinnert wurde. Das ist einfach der große Unterschied. Und wenn diese ganzen Effekte, die es gehabt hat, sei es jetzt Albträume, Schlaflosigkeit, Angstzustände, wenn das plötzlich weg ist, fühlt man sich natürlich komplett anders. Ja? Ein verarbeitetes Trauma holt eben wieder diese ganzen schönen Erlebnisse, die guten Erinnerungen herein und macht mich wieder ganz.